Vor 3 Monaten fanden Nomaden sie sterbend in Nordsibirien. Walker, Kate Walker, geboren in New York, in den USA. Sie hatte einen amerikanischen Pass bei sich. Sie ist letzte Woche in der Klinik aufgetaucht. Sie erholt sich jetzt. Es geht ihr gut. Sind Sie sicher, Olga Jefimova? Sie müssen sie dort festhalten, bis wir da sind. Ich tue, was nötig ist. Verlassen Sie sich auf mich, Oberst. Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zu Siberia 3. Vielleicht heißt es auch Siberia, ich bin mir nicht sicher. Aber wir wollen mal in dieses Spiel reinschauen. Es soll eine tolle Story haben. Und ich bin wirklich drauf gespannt, was wir hier so erleben. So. Mein Kopf. Hallo, Kate Walker. Hallo, kleiner dicker Mann. Hallo? Mein Name ist Kirk, Kate Walker. Kirk vom Stamm der Yukol. Erinnerst du dich an die Yukol? Ja, klar, na sicher. Ich erinnere mich nur bruchstückhaft. Da war ein schrecklicher Blizzard mit Eis und Schnee. Und dann nichts mehr. Wir sind in der Klinik von Dr. Samyatin, in der Stadt Valsembor. Wie bin ich hierher gekommen? Wir Yukol ziehen mit unseren Schneestraußen zu den Heiligen Landen. Es ist eine lange Reise. Und eine sehr bedeutsame Reise. Vor 1 Monat fanden wir dich dort oben im Norden sterbend am Ufer eines Flusses. Wir nahmen dich auf und unsere Schamanin kümmerte sich um dich. Danach setzten wir unsere Reise fort. Und heute sind wir beide hier, um endgültig zu genesen. Boah. Du Armer, warum bist du im Krankenhaus? Was ist passiert? Du hast ein Bein verloren. Es war ein Unfall. Manche Leute halten eben nicht viel von Nomaden wie uns. Aber mach dir keine Sorgen um mich. Dr. Samyatin hat einen Handwerksmeister in Valsembor gebeten, mir ein neues Bein zu machen. Und sobald es fertig ist, passt er es mir an. Das wird wieder wie neu. Also von den Längen von, warum bist du an von den Beinen muss man schon sagen, da reicht eigentlich ein neuer Fuß. Das hat Madame Olga, Dr. Samyatins Assistentin, so bestimmt. Sie sagt, ich bin zu ruhelos und nur auf diese Art ist sichergestellt, dass ich wieder gesund werde. Anscheinend dauert es sehr lange, mein künstliches Bein anzufertigen. Und in der Zwischenzeit ist mein Volk führerlos. Sie warten mit der Herde auf mich, damit wir unsere Reise fortsetzen können. Ja, Kirk, der Straßenzug und dein Bein. Der Straußenzug, nicht Straßenzug. Warum unternehmen die Yukol diese Reise? Mein Volk lebt in Symbiose mit den großen Schneestraußen, Kate Walker. Ihre Wolle schützt uns vor der Kälte, ihre Ausscheidungen düngen unsere Felder und ihr Fleisch ernährt uns. Sie sind auch unsere Reit- und Lasttiere. Also müssen wir ihnen überall hin folgen. Sie ziehen wegen des Wetters weiter? Nein, Kate Walker. Sie begeben sich zur Fortpflanzung in die Heiligen Lande. Dieses Ereignis findet nur ein paar Mal in einem Jahrhundert statt. Nur wenige Yukol können sich rühmen, in ihrem Leben mehr als 3 dieser Züge mitgemacht zu haben. Wenn ich fragen darf, dein Bein, wie genau ist das passiert? Soldaten haben die Route bombardiert, auf der sich unsere Karawane bewegte. Völlig grundlos, nur um uns zu erschrecken und uns zur Umkehr zu zwingen. Ich war etwas zu nahe an der Explosion. Ein Felsstück. Das war's. Du meinst, die Regierung hat das mit Absicht gemacht? Aber warum? Sie denken, dass der Zug der Schneestraußen nicht in die heutige Welt passt und dass mein Stamm ein für alle Mal sesshaft werden sollte. Aber das werden wir nie tun, Kate Walker. Das würde bedeuten, die Geister zu missachten. Und die Yukol fürchten die Geister weit mehr als die Soldaten. Oh ja, ich verstehe. Die Yukol, die ich kenne, sprechen meine Sprache nicht so gut wie du. Ich bin beeindruckt. Manchmal kamen Missionare und Händler durch unser Dorf. Sie haben mich unterrichtet. Ich lerne sehr schnell, Kate Walker.
Das ist wichtig, wenn ich mein Volk führen soll. Ich will nicht unhöflich sein, Kirk, aber bist du nicht etwas jung dafür? Die Geister achten nicht auf das Alter, wenn sie einen Häuptling für die Yukol auswählen. Und die Geister sind sehr weise. Sie machen keine Fehler, wenn sie denjenigen erwählen, der unser Volk auf die heilige Reise führen soll. Also, Kirk, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Ich denke, jetzt muss ich dem Personal Bescheid geben, dass ich wach bin. Ich fühle mich gut und habe nicht vor, noch länger hier zu bleiben. Natürlich, Kate Walker. Ich bin sicher, es ist jemand im Hof. Vielleicht sogar Madame Olga. Ja, okay. Ich frage mich ja, warum der uns immer Kate Walker nennt, weil er so ein guter Freund wie er, der dürfte uns doch auch Carter nennen oder Katie. Okay, wir sollen uns ein bisschen umgucken. So, hier. Also wenn man zu einem geht und der labern kann, dann geht da dieses Ding auf wahrscheinlich. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas haben. Wie wir ja jetzt schon wissen, ist die Jute Olga gar nicht so gut zu uns. Weil die uns hier festhalten soll. Für das Militär. Warum auch immer. Irgendwas scheinen wir vielleicht gemacht zu haben. Ist natürlich cool, dass die hier barfuß rumrennt in dem Laden. So. Interaktion wählen. Aber wie kann ich das wählen? Also ganz kapiere ich das noch nicht. Moment. Versuchen es gleich nochmal. Also weder mit Viereck noch mit X geht's. Dreieck. Dann müssten wir vielleicht. Was macht denn die Eule da? Mit Dreieck gucken, genau. Was macht denn die Eule da? Ja, was macht sie denn da? Das Lager von Kirks Stamm, schätze ich. Das muss Valsembor sein, die Stadt, von der mir Kirk erzählt hat. Natürlich. Okay, ansonsten scheint sie ja... Komm, sag's nochmal. Was macht denn die Eule da? Okay, ansonsten scheinen wir hier nicht wirklich was tun zu können. Wir schlappen jetzt einfach mal weiter. Na, können wir ein bisschen hier fegen. Ich glaube, die Bude hat es eigentlich bitter nötig, aber scheinbar können wir hier nicht lang, weil der Besenstiel uns den Weg versperrt. Und wir wissen ja alle, wie hart so ein Besenstiel sein kann. Hier geht es auch nicht weiter. Oh mein Gott. Was sollen wir nur tun? Olga! Olga, wo bist du? Kann ich aber auch irgendwie nichts tun. Ich drücke mal ein bisschen, ob der Knopf ist. Hier, Dreieck ist beobachten. L1, R1, Andenken an Oscar. Wer ist Oscar? Ich kenne keinen Oscar. Das scheint unser erstes großes Rätsel zu sein. Wie geht's hier weiter? Zum Teufel. So, gehen wir doch nochmal hier rein. Hallöli, hier bin ich wieder. Da drücke ich hier Dreieck, passiert. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Diese Tür führt direkt dorthin. Ach ja, ist das so? Diese Tür vielleicht. Aha. Was? Hallo, ist jemand da? Ich glaube nicht, dass dich jemand hört, Kate Walker. Versuch es mit der Ruftaste neben der Tür. Ist gut, Kurt Cobain. Interaktion wählen, ja, ja. Interaktion machen wir scheinbar mit X. So. Können wir das hier aufdrehen, oder was? Fest verschraubt. Oh nein, und wir haben keinen Schraubenzieher dabei. Nichts. Sie funktioniert nicht, Kirk.
Neulich habe ich gesehen, wie das Personal sie benutzt hat. Sieh dir den Mechanismus an, Kate Walker. Vielleicht kannst du ihn wieder in Gang setzen. Na klar. Kate Walker ist jetzt Handwerker, oder was? Fest verschraubt. So, bedeutet im Umkehrschluss, dass wir jetzt irgendwas finden müssen, um den Mechanismus zu öffnen. Das halte ich für eine gute Idee. Du solltest in den Hof gehen, Kate Walker. Ach ja, gehen wir jetzt auf der Eier, direkt dorthin. Solltest in den Hof gehen, Kate Walker. So, hier ist aber scheinbar auch nirgendwo irgendwas, was wir tun könnten. Wir rütteln einfach nochmal dran. Vielleicht ist sie ja wie durch Geisterhand geöffnet worden. So. Wir sollen uns den Mechanismus angucken. Ja, ich guck lieber nochmal zu der Eule. Was macht denn die Eule da? Ja, was macht sie denn da? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht wartet sie auf Schoki. So. Wir können das ganz klar mit dem Besen aufmachen. Ich dachte, jetzt hätte sich vielleicht hier irgendeine Option geändert, aber... So, gucken wir einfach weiter. Was haben wir denn hier in der Liste? Beobachten, Andenken an Oscar. L1, R1. Andenken an Oscar. Was soll jetzt denn sein, Leute? Irgendwie draufgehen kann ich nicht. Untersuchen Sie die Ruftaste neben der Tür. Ja, habe ich schon gemacht. Ich bin empört. Hallöli, da bin ich wieder. So, haben wir irgendwas übersehen hier? Vielleicht. Da haben wir da noch was. Diese Zeichnung zeigt, wie man die Ruftaste aktiviert. Aber ich kann nichts tun, wenn ich nicht an den internen Mechanismus rankomme. Durchsuch das Zimmer. Ich bin sicher, du findest etwas, mit dem du ihn öffnen kannst. Das ist ja mal ein toller Tipp. Ist ja nicht so, als wären wir darauf nicht schon selber gekommen. Wir nehmen ganz klar die Suppe. Ich will die Suppe und das Brot. Vor allem das dampft noch. Warum können wir das nicht essen? Ich bin sicher, dass ich die Schraube mit der Spitze des Messers aus der Glocke drehen kann. Jedenfalls besser als nichts. Da bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher. Das sollte klappen. Versuch jetzt die Ruftaste zu reparieren. Ja, Junge, ist ja gut. Ich würde aber eigentlich lieber die Suppe essen. Ist ganz schön kalt hier. So. Benutzen. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Wir müssen hier durch. Ah, jetzt verstehe ich. Andenken an Oscar. Zack. Jetzt haben wir den Bogen raus. Ich glaube, jetzt läuft's bei uns. So, jetzt muss ich den linken Stick bewegen oder den rechten. Nein. Gegenstand bewegen. X drücken. Und dann den Stick. Ah, okay. Ich verstehe. Gut. Mal sehen, ob ich den Mechanismus reparieren kann. Wenn du nicht sicher bist, könnte die Zeichnung von vorhin vielleicht weiterhelfen. Ja, wir haben da nicht viele Möglichkeiten. Das ist ja nur ein Anschluss, du Eumel. Ich will mir jetzt echt die Zeichnung angucken, Leute. Ernsthaft? Tada! Okay, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig, muss man so sagen.
Du musst erstmal dahinter kommen. So. Läuft doch. Endlich. Gut, jetzt muss ich nur noch einen Aufseher finden. Gut gemacht, Kate Walker. Ich ruhe mich etwas aus. Kommen Sie doch nochmal vorbei, um sich zu verabschieden, wenn Sie gehen. Auf keinen Fall, du Dickerchen. Also russischer Arzt ist auch guter Doktor. Das heißt, wir brauchen erstmal Wodka, Wodka, Wodka. So, R2 und bewegen ist also rennen. Juhu! Freiheit! Ja, das gut, Licht, dann hören wir mal an. Der Wind, was zu sagen, die ne? Hitze. Ich fühle sie immer noch. Ich träume jede Nacht davon. Ja, tolle Geschichte. Vielleicht solltest du mal ein Buch drüber schreiben. Was haben wir denn hier? Blechvögel. Oh ja, ja, es ist abgeschlossen. Was bedeutet das? Oh. Nutzen. Während der Typ daneben steht. Okay. Können wir hier mit Platzkowski vielleicht reden? Vogelautomaten? Vogelautomaten? Jetzt sind die Eule da. So. Komm her, Platzkowski. Die Vögel in der Voliere sind wunderschön. Meine Mutter wäre entzückt gewesen. Sie liebte Vögel. Schon immer. Sie liebte Vögeln wahrscheinlich. Okay. Gut, wir wollen diesen besonderen Moment mit den Vögeln nicht kaputt machen. So, deshalb joggen wir ihn mal los. Der sieht auch aus, als hätte er sie nicht mehr alle auf der Lampe. Den sprechen wir mal an. Ich habe versucht, Ihnen zu sagen, dass es mir besser geht. Aber Sie hören mir nicht zu. Oh lala. Warum nicht? Was hast du gemacht? So, können wir denn irgendwo irgendwie was tun? Hey, ist eingepennt. Hallo. Und wer bist du? Ja, mit wem haben wir die Ehre? Mein Name ist Kate. Kate Walker. Kate. Kate Walker. Das klingt, als wärst du nicht von hier. Ja. Wie bist du denn hierher gekommen, Kate Walker? Die Yukol haben mich hergebracht. Die Yukol? Hühnerdiebe? Idiotische Halunken, die die Straßen von Valsembur verschandeln. Ja, und jetzt kommen sie, um ihr schmutziges Werk zu verrichten. Ich nehme an, ihr meint Kirk? Seit 20 Jahren sind wir in dieser Klinik. Seit unserer Rückkehr aus Baranur. Hör zu, das hier war immer eine gehobene Anstalt. Muss ich sagen. Also waren wir ziemlich enttäuscht, dass Madame Olga jetzt diese verkommenen Ganoven aus dem Norden hier reinlässt. Komm schon, Anton, komm schon. Madame Olga weiß schon, was sie tut. Sie muss ihre Gründe dafür haben, dass sie diese dreckigen Zwerge hier reinlässt. 20 Jahre Ausgang Baranur. Also seid ihr wirklich schon 20 Jahre lang hier? Ja. Zuerst wurden wir zusammen mit ein paar Kumpels zur Beobachtung da behalten nach dieser verdammten Mission nach Baranur. Leon und ich sind praktisch die Letzten, die noch hier sind. Wir wissen zu viel darüber, was mit den anderen geschehen ist. Ich muss sagen, manche von denen ging es ziemlich schlecht. Zum Glück kümmert sich Dr. Olga gut um uns. Sie fassen uns wirklich mit Samthandschuhen an. Ja, sie kümmert sich gut um uns. Sie ist eine echte Dame. Und das soll ich nicht glauben. Baranur. Was ist ein Baranur? Ein Ort. Ein verdammtes Drecksloch. Was meinst du damit, Anton? Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe, Kate Walker. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen. Könnt ihr mir bitte sagen, wo der Ausgang ist? Dort. Aber du kannst nicht gehen, bevor du mit Dr. Mangoling in seinem Büro gesprochen hast. Ja? Er kann beurteilen, ob du geheilt bist oder nicht. Dann verabschiede ich mich jetzt. Wiedersehen. Man sieht sich.
Kate Walker. Ja? Man sieht sich. Was für abstruse Leute, das muss man schon mal festhalten. So, wir müssen auf jeden Fall noch in den Beruf und den Chef. Und den Chefarzt. Von hier gekommen? Nee, hier ist der Chefarzt. Sieht sehr vertrauenswürdig aus. Vielleicht sollte er mal einen Rundum-Check bei uns machen. Ah, Sie sind wach, Nummer 10. Was kann ich für Sie tun? Doppelte Burgerfritten, bitte. Ich denke, ich bin geheilt. Also würde ich jetzt gerne gehen. In Ihrem Zustand scheint mir das etwas verfrüht und recht unvernünftig, Nummer 10. Ich versichere Ihnen, es geht mir hervorragend, Doktor. Das bezweifle ich nicht. Aber Sie waren sehr krank. In Ihrem Fall müssen wir vorsichtig sein. Also weigern Sie sich, mich zu entlassen? Oh, natürlich nicht, junge Frau. Ich habe nicht die Absicht, die Vorrechte meiner Stellung zu missbrauchen. Trotzdem müssen Sie zuerst eine Reihe von Tests durchlaufen, die zeigen sollen, ob Sie voll genesen sind. Verstehen Sie? Setzen Sie sich bitte. Wie gesagt, Olga Koslowski will uns hier festhalten. Ja, ja. Nur keine Angst. Kannst mich mal am Arsch lecken, Junge. Hau ab. Spinnst nur ein bisschen. Das ist eine Wichsgriffel von mir. Machen Sie sich keine Gedanken wegen der Gurte. Eine reine Formsache gemäß dem Behandlungsplan, den unsere Leiterin Dr. Olga eingeführt hat. Gut, wir können anfangen. Sagen Sie mir Ihren Vor- und Zunamen, Ihr Alter und Ihr Geburtsort, bitte. Okidoki. Also, antworten oder lügen? Kates Gedanken anhören. Bitte antworten Sie mir. Sollen wir lügen oder sollen wir ehrlich sein? Um ehrlich zu sein, Doktor, ich weiß es nicht mehr. Der Lügendetektor sagt etwas anderes. Glücklicherweise kann Ihr Pass für Sie sprechen. Kate Walker, 29 Jahre alt, geboren in New York City, USA. Sie benutzen einen Lügendetektor? Bitte hören Sie auf, sich Sorgen zu machen und erzählen Sie mir etwas von Ihren Freunden und Ihrer Familie. Verstehen Sie sich gut mit ihnen? Lügen ausgezeichnet. Wir haben uns zerstritten. Ganz hervorragend. Ich verstehe mich mit allen meinen Leuten sehr gut. Sie scheinen es mit der Wahrheit nicht so genau zu nehmen, Frau Walker. Pech für Sie, dass Sie während Ihres Komas so gesprächig waren. Okay. Eine richtige Plaudertasche und wir haben sorgfältig mitgeschrieben. Wir wissen, dass Sie sich kürzlich mit allen Leuten entzweit haben, die Ihnen in New York nahe standen. Mit Ihrer Mutter, Ihren besten Freunden und sogar mit Ihrem Verlobten. Soweit ich weiß, ist das alles geschehen, nachdem Sie Hans Vorarlberg sowie einen gewissen Oscar getroffen haben. Erzählen Sie mir bitte von diesen Herrschaften. Was zum Henker geht denn das denn an, der blöde Sacke? Eine Halbwahrheit sagen? Ja, komm. Oscar war ein Automat und Hans Vorarlberg war der Mensch, der ihn erschuf. Wir wurden Freunde und ich unternahm eine lange Reise durch Europa mit den beiden. Das ist alles. Okay, Halbwahrheiten gehen. Frau Walker, interessiert mich hauptsächlich, dass Sie auf Ihrer Reise mit den Yukol in Kontakt kamen. Die Nomaden, die Sie hierher nach Walsembourg gebracht haben. Was haben wir Ihrer Meinung nach von diesem primitiven Volk zu fürchten? Von diesen Wilden, die weder Gesetz noch Grenzen zu kennen scheinen und sich der Zivilisation und der Sesshaftigkeit verweigern? Ich glaube, Doktor, dass die Yukol in Einklang mit der Natur, mit Zeit und Raum leben. Sie haben keinen wirklichen Grund, ihre Art zu leben zu ändern. Was für ein hervorragendes Beispiel für den typisch amerikanischen Idealismus. Vielleicht sollten Sie so schnell wie möglich nach New York zurückkehren. Ich bin sicher,
Ihre brillanten Ideen werden dort gebührend geschätzt. Ja, glaube ich allerdings auch, du. Gar nichts sagen, nein. Gar nichts sagen. Verstehe. Auch Ihr Schweigen ist gewissermaßen eine Antwort, Frau Walker. Ja, das. Jetzt sag mal, du Jack, bind also mich ins Los, damit ich hören kann. Also Unterland fortzusetzen. Ein gefährliches Unterfangen und so ganz ohne Ziel und Zweck. Schade, wo Sie als brillante Rechtsanwältin sicher eine strahlende Zukunft erwartet hätten. Das ist nicht Ihre Entscheidung, Doktor. Im Übrigen, denke ich, hat sich in dieser gesamten Befragung gezeigt, dass ich unter keinerlei psychologischen Nachwirkungen meiner Verletzungen leide. Daher möchte ich gerne, dass Sie mich jetzt entlassen. Die Befragung verlief überzeugend, ja, aber trotzdem habe ich Vorbehalte. Ihre geradezu subversiven Ideen und Ihr Hang zum systematischen Lügen... Ja. Tut mir leid, aber ich bin es nicht gewöhnt, so ausgefragt zu werden. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie noch ganz anders befragt, Frau Walker. Ich gestehe, ich hänge den guten alten traditionellen Methoden immer noch nach. Glaube ich dir, du Schwein. Sie sind eine der letzten Vertreterinnen einer verschwindenden Welt, Frau Walker. Einer zerrütteten Welt, die niemand vermissen wird. Dieser Schlüssel ist wie Sie. Unstrukturiert und unkontrollierbar. Wenn Sie einen Weg finden, mit seiner Hilfe dieses Stockwerk zu verlassen, haben Sie bewiesen, dass Sie endgültig geheilt sind. Ich hätte gerne meine Sachen zurück, bevor ich gehe. Sie finden sie dort. Okay, holen Sie sich Ihre Sachen wieder. Das mache ich natürlich fürchterlich gerne. Die hier in der Ecke? Nein. Die lagen doch hier am Schreibtisch, ne? Da? Nee. Da wird Grandpa bestimmt böse da. Er hat doch hier rüber gezeigt. Wieso komme ich denn an die Klamotten nicht ran? Ach, da haben wir sie doch. Fantastisch. Drehen Sie sich um. Alter Stelzbock. Eine Lady braucht ihre Privatsphäre. Hör mal, er kniept hier. Kleines Schweinchen. So, benutzen Sie Ihren Schlüssel, um das Stockwerk zu verlassen. So, das werden wir natürlich versuchen, aber erst in der nächsten Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, um zu sehen, wie es weitergeht. Bis dahin, bye bye.